Liegestütze oder Squats? Komm, komm. Squats. Zwei, eins, los. Also, jetzt fangen wir an. Wann hast du den ersten Schweizer Rekord geknackt? 2013 auf 100 Meter. Wie schnell warst du über 200 Meter in Tokio? 2026, zweimal, einmal noch 2030 im Finale. Wo sprintest du lieber, Lausanne oder Zürich? Beides. Es ist ganz anders, aber es ist beides wirklich cool. Was trainierst du lieber, Kraft oder Ausdauer? Kraft, definitiv. Liegestütze oder Squats? Komm, komm. Squats. Mit wem würdest du gerne mal trainieren? Mit der Belinda Bencic oder dem Cristiano Ronaldo? Ich denke, das wäre noch spannend mit dem Ronaldo, aber ich finde Bencic mega cool und ich würde lieber Tennis spielen als shooten. Italien oder Frankreich? Italien. All inclusive oder selber kochen? All inclusive in den Ferien, sonst selber kochen. Mhm. Wer wäre schneller über 800 Meter, die Taji oder Muchinga? Das ist eine Diskussion, die wir auch schon geführt haben. Aber ich glaube, sie würde schlagen. Es wäre knapp, aber ich würde schlagen. Wann hat deine Mami Geburtstag? Am 18. April. Lieber Eisbad oder Kompressionshose? Eisbad. Hast du früher Autogramm gesammelt? Mega viel. Ganz viele Autogramme. Von wem? Von den besten Leichtathleten, vor allem von Bern oder vom Club. Mit welchem Promi würdest du gerne mal essen? Mit dem Federer. Ja. Dein Lieblingsschauspieler? Habe ich nicht. Oder nicht mehr. Okay. Schaust du lieber Titanic oder Gladiator? Titanic. Welches Essen hast du lieber, süß oder scharf? Süß. Stehplatz oder VIP-Loge? Komm, komm, mach weiter. VIP-Loge, da gibt es Essen. Wem hast du das letzte Mal Standing Ovation gegeben? Weiss es nicht mehr. Wo holst du dich lieber, daheim oder in der Natur? Daheim. Proteinshake oder Steak? Steak. Rösti oder Geschwälte? Komm, mach weiter. Rösti. Wo machst du lieber Ferien? In den Bergen oder am Strand? Was auch mal so. Hip-Hop oder Techno? Komm, komm, komm. Hip-Hop, definitiv. Von wem hast du ein Poster gehabt über dein Bett? Backstreet Boys oder Take That? Ja, nur von Girlbands gehabt. Spice Girls. Das ist nicht wahr. Tipps und Tricks von der Muchinga zum Thema Regeneration jetzt auf unserem Blog visana.ch/blog. Ich glaube, die Frühling ist jetzt gesehen. 395. Hat ein bisschen auch Mühe gehabt. Er hat sicher stärkere Arme, aber noch ein bisschen mehr Gewicht zum Löpfen. Sehr anstrengend. Also los. Das ist fertig. Aha.